In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Musst du genießen bei dem Geld? Ja? Musst du genießen bei so viel Geld? Ja, aber das war 5 Kilo. Knapp 6 Kilo, wa? Hey, Mama, Baba! Ja, Baba! Was denn? Baba, Baba! Ja, Baba! Willst du Wasser mit, oder? Du hast eine Gabel? Ja? Jojo! Lecker? So, meine Lieben, habe ich dir. Halt die Baba. Bye. Mama, und das? Mama. Was? Das kannst du wegschmeißen, das ist runtergetan. Baba geht zum Fußball, ja? Hadi, bist du ja da. Guck mal, wir essen Wassermelonen, komm. Hadi, ess nur Wassermelonen, Baba, ja? Mama. Tabak vor ihm, ne? Hadi, Baba, ja. Bis später. Mama. Baba kommt gleich. Ja, ist eine Tabako jemandem. Wo ist mein Schlafzimmer? Ja, es regnet, wenn es wieder regnet und geschwitzt. Heidi, tschüss. Tschüss. Linosch, komm, Schatzi. Hier, komm mal, Backkiste, ist eine Kütschik-Kütschik, gell? Die Gage da, die macht die Tür zu. Komm, guck mal hier. Papa. Ja, Papa hat für die Wassermelone geschnitten, guck mal. Ja, komm, ich geb dir das. Komm. Wir können hier zusammen. Da. Ja. Ach, wir die Sonne. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Haul. Ja, wir haben gerade die Wassermelone genossen. Wir haben nämlich eine Wassermelone gekauft bei Lidl und haben knapp 10 Euro bezahlt. Für 5,5 Kilo. Ja, ist teuer, aber ab und zu muss das sein, ne? Und Lina liebt Wassermelonen auch. Ich eigentlich gar nicht, aber die schmecken super, super lecker und saftig. Also das hat sich auf jeden Fall rentiert. Ich wollte euch jetzt unseren Einkauf zeigen bei Lidl und Aldi. Wir waren auch ganz kurz bei Edeka. Das wollte ich euch jetzt hier ganz am Anfang zeigen. Weil ich habe total Lust auf Burger seit Tagen. Und das machen wir heute. Wir haben bei Lidl geguckt nach Burger. Also nach den Patties, die sahen so schlecht aus. Und bei Aldi genauso. Also bei Lidl und Aldi konnten wir das nicht kaufen. Deswegen dachten wir, wir gehen zu Edeka. Edeka hat immer frisches Fleisch. Und da gibt es auch eine Theken und eine Fleisch- und Wursttheke. Eine Käsetheke. Und dann haben wir auch direkt Käse mitgekauft. Wir haben jetzt hier einmal Cheddar-Käse für 2,25. 6 Scheiben mitgenommen. Ich liebe den Käse von Edeka. Der ist so frisch. Dann haben wir einmal Burger-Patties mitgenommen. Die haben jetzt ein bisschen teurer gekostet. 4,44 Euro. Die kosten bei Aldi und Lidl 1,99, 2,99 höchstens. Dann haben mir total viele gesagt, dass ich Traubensaft trinken soll wegen meinem Eisenmangel oder Cranberry-Saft. Das habe ich leider nicht gefunden, deswegen habe ich jetzt bei Edeka das hier gefunden an der Kasse. Das von Amecke plus Eisen für Eisen und die Bildung roter Blutkörperchen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe jetzt einmal das mitgenommen und einmal das. Ich hoffe, das ist gut. Und ich habe ja, wie gesagt, Freitag meinen Frauenarzttermin. Und wenn die jetzt sagt, dein Eisenwert ist besser geworden, dann werde ich das auf jeden Fall
weiterhin trinken. So, dann habe ich mitgenommen Mozzarella zweimal. Leute, dieser Einkauf ist ein bisschen ungesund, weil Audet hat wirklich alles Mögliche gekauft. Alles Mögliche. Also ich habe für mich, das Einzige, was ich für mich gekauft habe an Süßes, ist das hier, Puddingbrezeln. Aber ich liebe die über alles. Und jedes Mal, wenn wir zu Aldi fahren, dann darf das auf jeden Fall nicht fehlen. Tut mir leid. Genau. Dann haben wir gekauft zwei Paprikas. Bio. Eigentlich achtet Audet jetzt nicht so sehr darauf, aber dieses Mal schon, glaube ich. Dann habe ich zweimal Erdbeeren mitgenommen. Das sind nur 250 Gramm, deswegen haben wir zwei Packungen mitgenommen. Die waren auch total frisch, der hat die gerade neu aufgefüllt. Dann hat Audet zweimal Cornados mitgenommen. Der liebt die. Die haben das im Auto gegessen und ich habe mich fast übergeben, weil das so stark riecht. Dann hat Audet für sich und Lina Donuts mitgenommen. Zwei Packungen, keine Ahnung warum zwei Packungen. Lina hat eins gegessen und jetzt isst sie Wassermelone. Dann haben wir mitgenommen, das will ich jetzt, immer das. Das werde ich jetzt aber auch verstecken. Das haben wir eigentlich gekauft, damit Lina im Kinderwagen sitzt, also im Einkaufswagen. Weil sie ist die ganze Zeit hin und her gerannt und ich darf sie nicht tragen und Audet ist auch kaputt und müde. Ja, und dann war sie auch ruhig, dann haben wir das an der Kasse einfach gekauft. Wir dachten uns, ich kann sie auch mitnehmen. Dann zweimal Vollmilch, 3,5, nicht runterfallen. Dann einmal Hamburgersoße. Das Original, das ist die beste Hamburgersoße, also das kann ich euch voll empfehlen. Dann einmal Bauernbrot, Milch. Dann einmal diese Kartoffelrings, Chips. Dann Blumenkohl, ich habe letztens Blumenkohl bei Aldi gekauft und der war so schlecht. Also der war schon eine halbe Stunde, habe ich den Wasser gekocht und der war immer noch so hart, dass wir das nicht essen konnten. Dann einmal Burgerbrötchen, das brauchen wir auch gleich. Und dann habe ich hier meine Mama. Ich weiß nicht, wo ich das verstauen soll. Ich muss mal. Ich glaube, ich muss einfach auf den Balkon. Ich hoffe, es passiert nichts. Und zwar 3x XXL Gouda. Das sind jetzt, ich glaube, 1 Kilo. Ja, für 4,50 Euro oder so. Das habe ich von meiner Mama mitgenommen. Die will das mit in die Türkei nehmen. Was denn? Dirk Dünme. Tja, Mann, nimm mal Musik. Und dann geht's weiter. Also wirklich, dieses Süßzeug habe ich nicht gekauft. Hallo, hier als Rechtfertigung, ja? Das war jetzt Audet. Chips. Also das, was er an Süßzeug gekauft hat, esse ich eh alles nicht. Dann einmal für mich. Meine Handschuhe, ohne die geht ja nichts bei mir. Lina hilft mir gerade. Und dann habe ich zweimal Gouda mitgenommen, weil ich die Tage Pizza machen wollte. Haben wir sehr, sehr lange nicht mehr gegessen. Lina braucht eine Ewigkeit, bis sie die Sachen rausholt. Nochmal Gouda? Nee. Nee. Ja, warte. Dann einmal Zwiebeln. Zwiebeln hat sie nicht mehr. Dann Schlagsahne. Tomaten. Dürfen Tomaten bei euch fehlen? Also bei uns auf jeden Fall nicht. Vor allem zum Frühstück momentan. Dann einmal passierte Tomaten für die Pizza. Da tue ich einfach nur Oregano rein und das war's. Dann benutze ich das für die Pizza. Dann Tomaten fein gehackt. Davon haben wir eigentlich total viel, aber Audet hat das auch wieder mitgenommen. Dann für Lina Joghurt mit der Ecke. Wow. Butterkeks im Himbeerjoghurt. Was mir an denen gefällt, ist, dass das so klein ist. Die anderen sind ja viel zu groß, aber die sind jetzt nicht mal so groß wie meine Hand. Dann für Lina zwei Äpfel und Eisbergsalat. Ihr werdet jetzt bestimmt denken, okay, zu 30% war das jetzt alles ungesund. Aber Leute, was denn? Käse willst du essen? Ja. Das kannst du jetzt nicht aufmachen, Lina. Tisch. Tam, Beklär. Okay. Und Johnny gibt bitte. Gibt Wassermelone und bitte und so. So, ihr werdet jetzt bestimmt denken, dass es zu 30% ungesund ist. Aber wir haben wirklich noch voll viel zu Hause. Wir haben noch Bohnen, dann haben wir Kichererbsen. Das kann ich auch alles verbrauchen diese Woche. Dann
Pizza finde ich jetzt nicht so ungesund, wenn man nicht zu viel Käse drauf klatscht. Naja, wie dem auch sei. Mir ist gerade schlecht geworden wieder. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Was denn? Ja, tschüss.